Grüß in dem Namen Jesus Christus und ich wünsche jedem Gottes Segen. Ich will die Verse lesen in 1. Thessalonicher Kapitel 2, 13 bis 16. Oder so sein wird. Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass, dass, als ihr von uns das Wort der göttlichen Predigt empfingt, ihr es aufnahmt, nicht als Menschenwort, sondern wie es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, welches auch wirkt in euch, die ihr glaubt. Denn ihr seid Brüder, Nachfolger geworden der Gemeinde Gottes, die in Judäa sind in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe erlitten habt von den eigenen Volksgenossen, was auch jene von den Juden, welche auch den Herrn Jesus getötet haben und die eigenen Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen zuwider. Sie wehren uns zu reden zu den Heiden, damit sie gerettet würden, um so ihre Sünden voll zu machen alle Zeit. Aber der Zorn ist schon über sie gekommen bis ans Ende. Nun nimmt der Apostel ein anderes Thema ab, was er all in Kapitel 1 in Vers 5 angeredet hat, diese Reaktion von den Thessalonicher auf die Predigt von dem Evangelium. Aus seiner Botschaft hier nahmen sie diese nicht an aus einem Menschenwort, sondern aus Gottes Wort. Und darum sagt er, dankte Gott, ohne Not zu loten. Paulus ist sehr dankbar für ihre Abnahme und die Abnahme von der Botschaft. Dort ist hier ein weiteres Beispiel für seine Selbstlosigkeit. Die Menschen von uns, die wollen dort andere uns glauben, weil wir dort gesagt haben. Doch das Menschenwort, dort ist ein schwaches Wort. Und dort ist nicht ein guter Fundament für den Glauben. Bloß Gott kann man wirklich ganz vertrauen. Und dann, wenn wir sein Wort wirklich vertrauen, dann wurde Wort und Leben verändert. Und das passiert bei den Thessalonicher. Dort wird, dort wirkt und ernt, weil sie glauben deuten. Jemand hat man so geschrieben, sein Wort, die Bibel, der ist inspiriert oder von Gott eingehaucht. Und zwar in alle Bücher, in alle Teile von der Bibel. Sie ist unsere einzige Autorität in all unsere Begebenheiten, in alle Angelegenheiten und ja alle Umständen und zu alle Tiden. Wir brauchen wahre eine neue Generation, die für den Wort Gottes zettert. Die Bibel ist der Lohnkort für uns Leben. Das ist unsere Führung, das ist uns Licht, das ist uns moralischer Mutstock. Und dann hat er gesagt, ich danke Gott für das heilige Buch. Habe ich und du noch eine Frage für Gottes Wort von dir? Die Bibel merkt uns hier Mut und hier kann wir seine Würde Thessalonicher, die zu tun haben. Sie kickte dort nicht so unter Paulus durch die Predigt und, sondern sie kickte dort so an, als von Gott selber die Ernte redet hat. Was von der Auswirkung hat die Bibel nun auf das Leben von diesen Gläubigen? Sie sind nicht bloß gerat, sondern sie wären auch befähigt worden und ungesagt von der Verfolgung fortzubleiben. Dort wird ein guter Beweis für die Echtheit von ihrer Bekehrung, der ich erstaunt hoffte, geduldig sein, wäre sie Nufallier von der christlichen Gemeinde Gottes in Judäa geworden. Der einzige Unterschied war, dass die Thessalonicher unter der heidnischen Landeslied leiden mussten, während die Gläubigen in Judäa von den Juden verfolgt worden wären. Bei dieser Erwähnung von den Juden fängt Paulus mit einer Anschuldigung von den Juden aus der Erzfeinde von dem Evangelium. Also sie wären das erste feindlich durch Eva. Und wer soll Peter durch Eva tschanen oder weiten aus Kreis Paulus? Er selbst hier die auch einmal today, würden diese führende Kraft, die versägen, den christlichen Glauben auszulaschen. Doch nur seine eine Bekehrung, dann kriegt er die Schuppe sie von der schwierigen Verfolgung selbst zu sperren. Der Hauptsünde von den Juden bestand durch an den Herrn Jesus deutgemerkt zu haben. Zwar wird die eigentliche Kreuzigung von der Römer durchgeführt worden, doch werden dort die Juden, die Jesus durchbringen deuten. Und das wird der Höhepunkt von der jahrhundertelangen Verfolgung von den Propheten Gottes, die dem Volk Israel geschickt worden. Zu der Zeit von den Christen hatten sie sich auch um Paulus und andere Apostel verfolgt und gedacht, mit ihrer Arbeit, was sie damit deuten, sie deuten Gott gefallen. Aber ihre Handlungen gefallen Gott aber nicht. Sie mögen sich selbst alle Menschen den Feind. Die Juden wären nicht zufrieden, für sich selbst das Evangelium aufzulehnen, sondern sie haben sich fast entschlossen, Paulus und seine Mitarbeiter davon zurückzuholen, die Botschaft der anderen Nationen dort nicht zu predigen. Nicht konnte der Meier
anäuren, aus dort noch die Hirn, dort der Heiden, ab diese selge Ort, auch können gerat worden, das sei aus Juden. In ihren jähen Stund ginge sei den Welle Gottes, und ginge bloß wieder mit dort, wat ihre Fuhrers angefangen haben, am Ersündenmut, sagt Paulus hier, Fall zu hüllen. Dort wir, als wenn sie sich entschlossen haben, den Kelch von der Sinn immer der Kuffel Fall zu hüllen. Doch ihr Schicksal, das ist auch beschlossen. Der Euer, der ist endgültig über ihn gekommen. Paulus wird hier nicht üt, wo man hier kreibt mit diesem Euer, ihr meint das. Da kommt man das hier rechts an, was noch kommen wird. Was der Apostel hier über diese jüdische Führer sagt, das ist eine historische Tatsache. Das ist keine schlechte Gedanken von einer Verleumdung, die ihn ernt. Wir müssen uns immer daran denken, dass Gott Paulus dorthin gebracht hat, das Kreuze durchzuschreiben, als war er zu stehen deit. Von der ist diese Frau und uns. Tjene Ecken, du uns noch mitfreien, wenn jemand sich betieren deit. Und die nächste Frau ist, glaub ich dort, wenn das Wort Gottes, wo ihr lest, wird, dass Gott selber persönlich zu uns reden deit. Glaub ich dort, wenn wir wo in der Predigt sitzen, dass Gott selber zu uns reden deit, dass er Gottes Wort ist. Und ich möchte mich persönlich an uns alle daran mitmerken. Wenn wir das Wort Gottes lesen, oder das, wo ihr lest wird, werden wir immer denken, dass es Gott selber ist, der zu uns reden will und der zu uns reden wird. Und werden wir das auch so annehmen, damit auch wir, uns Leben, uns Wort, sich verändern kann, Christus je in Eva, und dass er kann verherrlicht werden. Weil wir noch dort beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Halb uns, dass uns Wort immer ob ist, du, wo dein Wort gelesen wird, wo das gepredigt wird, dass das kann in unsere Worte nennen kommen und dass wir das annehmen als ein Wort von dir, Herr Jesus. Wirst uns du behalten, damit uns Leben sich verändern kann, zu dienen ihr. Danke dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.